Ich hätte mir gerne auch ein anderes Intro gewünscht. Aber das habe ich nun mal mir selber so, wie soll ich das sagen? Ich bin dafür verantwortlich, dass das Intro so aussieht, wie es aussieht. Ich stehe heute hier allerdings nicht mit einem Büßergewand vor Ihnen, sondern ich stehe eigentlich mit einem Anliegen hier. Ich habe dumme Fehler gemacht und bin für mein Scheitern selber verantwortlich. Ich bläme hier nicht die Justiz. Ich sage auch nicht, dass irgendjemand anders verantwortlich ist. Ich war ganz alleine für mein Schicksal und wie sich mein Leben entwickelt hat, verantwortlich. Ich bedanke mich bei Conny, dass er mich eingeladen hat, weil ich glaube, einige dumme Fehler, die ich gemacht habe, die könnte zum Beispiel ein junger Startup-Unternehmer einfach mal umgehen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass für Venture Capitalists es durchaus interessant ist, mal systematisch zu analysieren, wie kann es eigentlich passieren, dass ein Leben komplett plötzlich aus der Spur gerät. Ich bin am 14. November 2014 vor den Augen meiner Familie im Gerichtssaal verhaftet worden. Das ist nicht sehr angenehm. Die Gründe für diesen Einschnitt in mein Leben liegen aber bestimmt mindestens 20 Jahre zurück. Und ich möchte mit diesem kleinen Foto meinen Vortrag beginnen. Und Conny, sorry, ein bisschen muss ich den morgendlichen Einführungen widersprechen, was amerikanische und europäische Internetfirmen anbetrifft. Dieses Foto ist geschossen worden 1995. Wie man unschwer erkennt, ich habe mich überhaupt nicht verändert. Jeff Bezos ist älter geworden, finde ich. Ja? Bill Gates ist schon damals nicht zum Friseur gegangen. Steve Gates hatte ein paar Pfunde zu viel. Michael Dell musste auf dem Pferd sitzen. Armstrong von AT&T, Michael Bloomberg, Jerry Yang und so weiter. Wenn man auf 95 guckt und das aus heutiger Perspektive bewertet, dann erstmal zwei, drei Feststellungen, die mit meinem Thema Scheitern später zu tun haben. Erstmal, Conny, der Mann hier, Steve Jobs, war gerade relativ frisch zu Apple zurückgekommen, hatte gesagt, und ich entwickle digitale Musik. Und zwei Jahre vorher noch haben wir im Board von AOL zusammen auf der anderen Seite mit Microsoft mit einem Notkredit Apple geholfen, das finanzielle Überleben sicherzustellen. 1993. Und heute habe ich gelernt, dass Apple locker mit seiner Cash-Basis drei Banken kaufen kann. Also ich wollte nur mal sagen, wenn es mal zwischendurch nicht so gut läuft, immer daran denken, der hat es auch hingekriegt. Das andere ist, der da hat den Dick Parsons übernommen. Das war damals der zweite Mann bei Jerry Levin von Time Warner. Aber mittlerweile gibt es die beiden so auch nicht mehr. AOL existiert praktisch gar nicht mehr, nur noch bei mir als E-Mail-Adresse. Und Time Warner existiert in der Form ja auch nicht mehr, ja, weil Time und Warner auseinandergerissen worden sind. Und mal ganz am Rande, Conny, den T-Rex der damaligen Zeit habe ich heute bei deiner Marktkapitalisierung der großen vier, nämlich Google, Amazon, überhaupt nicht gesehen. Und der da musste an dem Abend dieses Fotos Folgendes über sich ergehen lassen. Wir hatten damals die Angewohnheit, man wettete darüber, der rechte Sitznachbar von einem jeweils, wo dessen Geschäft ein Jahr später stehen würde. Und der hatte das Pech, dass er neben Steve Gates saß und der Steve sagte, his business won't exist anymore next year. Das war's. Aber ich wollte den Fokus darauf legen, alle, auch wenn sie eine schwierige Zeit haben, die haben mal ein Scheitern erlebt, AOL, Time Warner, waren Scheitern. Steve Jobs war rausgeflogen bei Apple, bevor er dann nach Scully und Schindler dann wiederkommen konnte. Da kann man sagen, das ist auf Firmenbasis gescheitert. Einer hier auf dem Foto ist zeitpunktbezogen komplett gescheitert. Das bin ich. Und ich hätte es damals wirklich nicht gedacht und vielleicht bin ich auch deswegen so auf die Schnauze gefallen. Steve Jobs hat gesagt,
wörtliches Zitat, dass ich bei Apple rausgeschmissen wurde, war das Beste, was mir passieren konnte. Die Schwere des Erfolgs wurde ersetzt durch die Leichtigkeit, wieder ein Anfänger zu sein. Wörtliches Zitat. Und für alle diejenigen hier, unsere Startup-Unternehmer, die möglicherweise mal scheitern, sollten sich immer daran erinnern, das ist rein zeitpunktbezogen. Das ist alles ex post. Keiner kann sagen, wie das Leben weitergeht. Für mich selber gilt, in dem Film, der übrigens ein Ausschnitt ist aus einer ARD-Dokumentation, die nie gezeigt worden ist, sagt der nette Bad Guy zu meiner Person, man darf ja nicht so einfach ein Geschenk seinem Mentor machen auf Firmenkosten. Damit meinte er das. Meine Damen und Herren, das ist eine Festschrift. Davon habe ich 980 Exemplare produzieren lassen. Um meinen früheren Chef bei Bertelsmann zu ehren, Mark Wössner, zu seinem 70. Geburtstag. 970 Exemplare sind verteilt worden an Kunden von Arcandor als Werbegeschenk. Weil das ja so eine gewisse Nähe hatte, das war ja mein Chef bei Bertelsmann, nicht bei Arcandor, habe ich gesagt, ich zahle einen Teil davon selber. Die Gesamtkosten waren rund 220.000 Euro. Davon habe ich 35.000 Euro privat bezahlt und war der Meinung, naja, die anderen 970 Bücher, das sind Werbegeschenke, die gehen raus und man verschickt eine Kiste Wein oder sonst noch was. Also das ist ein Werbegeschenk. Und ich habe den Vorstand nicht um Genehmigung gebeten. Und das jetzt nur als Fallstudie, ich komme später vertiefend zu meinen Fehlern. Warum habe ich das nicht getan? Weil ich gesagt habe, die Idioten brauche ich gar nicht zu fragen. Ich hätte den Vorstandsbeschluss in einer Sekunde durchgekriegt. Das hätte mir 2,7 Jahre Haft gespart. Ich habe es aber nicht getan. Ich habe es vorsätzlich nicht getan, weil ich es nicht wollte. So, die Staatsanwaltschaft Bochum war anderer Meinung und das bekennende Gericht, 15. Große Wirtschaftsstrafkammer ebenfalls, haben entschieden, Untreue, schwere Untreue und damit verbunden drei Fälle der Steuerhinterziehung, weil nämlich die Rechnungen, das waren drei Teilrechnungen hierauf, als Betriebsausgaben abgesetzt worden sind im Umfang von 22.500 Euro, wurde ich also in drei Fällen der Steuerhinterziehung verurteilt, für 22.500 Euro. Ich meine, Conny, da hattest du schon andere Kaliber hier eingeladen, was Steuerhinterziehung anbetrifft. Also, ich habe das sauber hingenommen. Aber ich wollte sagen, der erste Merkpunkt dazu ist, Hochmut kommt vor dem Fall. Und ich war alles, aber nie ein demütiger Mensch. Und was mir aufgefallen ist, als ich anfing, in der Gefängniszelle mich mit meinem Versagen zu beschäftigen und mit den Ursachen, da ist mir aufgefallen, dass ich Schwierigkeiten hatte, meine Firewalls im Gehirn zu überwinden, weil immer wieder kam da ein kleiner Teufel, der sagte, nee, das war doch der Anwalt, der versagt hat, oder das war doch die böse Frau Schickedanz, oder das war doch der und so weiter. Ständig, immer wieder vor und zurück. Mein Gehirn wollte nicht realisieren. Es gibt nur einen, der verantwortlich ist dafür, dass du so auf die Nase gefallen bist, dass du so gescheitert bist. Das bist nämlich du selber. Und mir ist aufgefallen, ich bin jetzt einmal bei einer Fuck-Up-Night aufgetreten. Ich bin in so ähnlich wie hier. Ich bin bei einer Summer Academy in Berlin aufgetreten. Bei der Summer Academy in Berlin, da waren 20 DAX-Vorstände, ehemalige DAX-Vorstände, die die Aufgabe hatten, über Failure zu sprechen für die jungen 120 Top-Talents, die da weltweit gescreent worden waren. Keiner von denen war in der Lage zu sagen, dass er irgendwo mal etwas in den Gesamt gesetzt hat und dafür verantwortlich war. Und ein BRS-Vorstand, der hat das so auf die Spitze getrieben, der musste einen Vortrag halten, sein biggest failure. Dann hat er das geschafft zu sagen, das war das Geschäft in Amerika, das habe ich zu dem damaligen Zeitpunkt verantwortet. Und es wäre normalerweise so schlimm geendet, wenn in diesem Moment nicht ich selber dort gesessen hätte und so entschieden hätte. Also das war für die Studenten nicht so wirklich hilfreich.
Und auch bei den Fuck-Up-Nights ist es immer so, dass die, die präsentieren, sagen, und dann war es plötzlich da. Also, ich habe meinen Job verloren, ich weiß auch nicht warum, jedenfalls war ich draußen und das war Fuck. Ja? Ich glaube, wenn man sich systematisch damit auseinandersetzt, warum man eigentlich gescheitert ist, ist das ja auch ein wahnsinnig schöner Case für andere. Und wäre ich heute zum Beispiel noch bei Bertelsmann, bei der Bertelsmann University, hätten wir Fuck-Up-Nights. Ja, und ich würde darum gebeten haben, dass auch jeder und auch die Vorstandskollegen ihre Fuck-Ups dort präsentieren. Zu den Ursachen, über die will nämlich keiner sprechen. Das erste ist, meine feste Überzeugung, es gibt charakterliche Schwächen, auch bei Top-Managern, die sich entwickeln können, die sich manifestieren können und die sich verstärken können durch das System, in dem sie arbeiten und auch durch öffentliche Wahrnehmung. Ob sie kritisch ist oder nicht kritisch ist. Ich bin überwiegend immer kritisch beobachtet worden. Das war aber nicht gut in der Hinsicht, weil ich dann Reaktanz gezeigt habe und habe gesagt, ich lasse mir doch von denen nicht vorschreiben, was ich machen soll. Also, ich bin der festen Überzeugung, wenn man es systematisch analysiert, das Scheitern einer Person, kann man das reduzieren auf Todsünden. Todsünden nicht in einem religiösen Verständnis, obwohl ich sehr religiös wieder geworden bin, sondern in dem Verständnis einer schleichenden Vergiftung des Charakters eines Menschen. Und manche sind leider dafür empfänglicher und manche sind dafür schwerer empfänglich. Ich war leider leichter empfänglich. Und die erste Todsünde in dem Sinne, schleichender Vergiftungsprozess, die ich begangen habe, war Stolz und Hochmut. Ich war ein arroganter Typ. Ich lebte nach dem Prinzip, entweder ich bin wichtig oder darauf habe ich Anspruch. Praktische Beispiele. Ich bin wichtig, also ich wäre hier beim Conny eingeladen gewesen, mit seiner ganzen Truppe. Da hätte ich gesagt, aber mindestens in der ersten Reihe. Ja? Ich habe mal bei einer Einweihung des Jüdischen Museums in Berlin die Veranstaltung verlassen, weil ich der Meinung war, die Seating Order ist nicht in Ordnung. Ich bin beim 60. Geburtstag von Steve Schwarzman, der hat da toll aufgefahren, wir sind ganz gut befreundet, bin ich frühzeitig gegangen, weil ich das alles langweilig fand. Es entwickelt sich, wenn man nicht darauf aufpasst, eine gewisse Arroganz. Und wenn man das nicht unter Kontrolle hat, die anfängt sich immer stärker auszuleben. Und eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich heute Nachmittag nach der Mittagspause hier mal so genau hingehört habe, da waren auch einige Töne, ich und habe ich gemacht und ist so viel Market Cap und bin ich so wichtig und so weiter und so fort. Ich würde jedem Aufsichtsrat raten, dringend aufpassen, weil ich hatte das Gefühl, ich hätte mich selber gehört. Das andere ist, dass darauf habe ich Anspruchprinzip. Ich habe wirklich es so weit getrieben, wenn so eine Veranstaltung war wie hier, dass ich der, also von Bertelsmann aus, dass ich der festen Überzeugung war, Vergabe der Hotelzimmer, das größte Zimmer kriege ich. Ich weiß jetzt nicht, Conny, wo du jetzt genau wohnst. Ich will auch nicht gucken kommen, aber bei mir war das so. Und ich habe das bei einem Vortrag in der Schweiz gesagt als Beispiel. Und mich hat sehr bewegt, dass nachher ein Mittelständler kam, der war kein Mittelständler mehr, der hat 8000 Mitarbeiter und sagte, sie haben mich erwischt. Genau das habe ich unterschwellig entwickelt, das Gefühl. Die zweite Todsünde ist vollkommen klar, Gier. Bei mir war die schlimmste Gier, die Gier nach öffentlichem Zuspruch, nach öffentlicher Aufmerksamkeit, nach öffentlicher Darstellung. War ich auf dem Fortune-Titel, habe ich dem Arne Schweger, dem Pressechef, gesagt, können wir das nächste Quartal bitte nochmal machen. Ja? Es war so ein Selbstverständnis, was sich immer weiter löste von dem Konzern- und Firmeninteresse. Und natürlich muss man PR machen, man muss es bekannt machen, nur bei mir ist es in die Richtung gegangen, dass es PR für die Marke Middelhoff war. Ja? Und das war nicht gut für den Konzern, auch nicht für die Mitarbeiter. Und die materielle Gier, also die anale Phase sozusagen, die war bei mir ganz besonders blöd, weil eigentlich habe ich mir nie viel aus Geld gemacht. Mir hat Arbeit Spaß gemacht. Ich wollte Manager sein, entscheiden, Verantwortung übernehmen. Als ich dann durch den Verkauf von AOL aufgrund einer Vereinbarung, die vor dem Deal festgelegt worden war von Reinhard Mohn, dann 100 Millionen auf mein Konto kriegte,
war ich doch der festen Überzeugung, jetzt brauchst du den besten Vermögensverwalter der Welt. Du selber brauchst dich ja auch nicht kümmern, das macht der ja alles. Habe ein Screening gemacht und bin bei Oppenheim Esch gelandet. Ich werde den Abend nie vergessen in New York, in der Bar, als unterschrieben war mit AOL, ich zu meinen Kollegen sagte, und das ist die Freiheit und ab jetzt bin ich unabhängig. Das hatte zwei wahnsinnig schrecklich negative Konsequenzen. Bei Bertelsmann selber wurde ich immer unangenehmer in meinem Auftritt, weil ich dachte, ich bin unabhängig, ich lasse mir ja nichts mehr sagen. Ja? Und das Zweite war, ich war genau den Richtigen in die Hände gefallen. Ja? Und die haben mal vorgemacht, wie man mit Gier, nämlich die haben gesagt, und das Ganze können wir auch steuerfrei anlegen, Herr Middelhoff, da habe ich gesagt, 100 Millionen ist besser als 50 Millionen. Da habe ich gesagt, bitte steuerfrei und... Natürlich muss ich die Verantwortung tragen. Das waren geschlossene Immobilienfonds und die haben mich sozusagen dematerialisiert. Das nächste ist die Maßlosigkeit. Maßlosigkeit gab es bei mir in jeder Ausprägung. Das schrecklichste Beispiel, was meine Frau immer bemüht, ist die Geburt unseres vierten Kindes, Henriette. Meine Frau im Kreissaal, ich endlich mal auch, beim ersten Kind jetzt auch im Kreissaal. Und da schellt das Telefon und da ist dann meine Erstsekretärin am Telefon und fragt dann die Schwester, wie lange dauert es noch? Herr Dr. Middelhoff muss den Slot nach Barcelona erwischen. Und die hat das dann in den Kreissaal dann auch gesagt. Und was bis heute für unangenehme Diskussionen, wenn es mal unangenehm ist, dann sorgt. Es musste eine Nachtsekretärin eingestellt werden, weil wenn ich in New York war, habe ich in New York auch um 22 Uhr noch gearbeitet und so weiter und so fort. Vorstandssitzungen auf zwei Kontinenten am gleichen Tag, mit der Concorde ging das ja, darauf war ich auch noch stolz und so weiter und so fort. Es verselbstständigte sich immer mehr und führte zum nächsten, zu dem Problem, die auf Lateinisch heißt das Arcadia, das ist die Unfähigkeit im Augenblick zu sein. Das war ganz schlimm bei mir. Ich war nicht mehr fähig und das war in dem Film schon gut getroffen. Ich habe nicht mehr gewusst, wie es sich anhört mit Vögeln und wie, also die ganzen Fruchtfolgen konnte ich ja vom Gefängnis nach Betelfuhr immer ganz genau verfolgen dann. Ich habe das nicht mehr erlebt. Und ich werde nie vergessen, als ich das erste Mal das Gefühl hatte, du bist jetzt alt geworden, Thomas, war es mal wieder vor Gericht, dass mir das bewusst wurde. Es war der Prozess der Kirchgruppe gegen die Deutsche Bank. Ich war der Zeuge, da ging es um Abendessen zwischen Schröder und mir, was wir da besprochen hatten. Schröder, der brauchte nie Aussagen, weil er da von seinem Recht Gebrauch machte als Parlamentarier. Aber ich musste Aussagen und dann fragte der Vorsitzende Richter Kotschi im Münchner Landgericht, Herr Dr. Middelhoff, Ihr Alter in vollen Jahren, also für alle, die nicht so oft beim Gericht sind wie ich, das sagt man dann mit vollen Jahren. Also ich hätte sagen müssen, in vollen Jahren wie alt. Ich habe aber gesagt, 11. Mai, so wie noch. Ja? Und da sagt der Richter, nee, also volle Jahre. Und glauben Sie es mir wirklich, in dem Moment wurde mir mit Erschrecken klar, wie alt ich bin. Mein Gehirn hat blockiert zu sagen, wie alt ich bin. Und dann fing ich an, mit dem zu verhandeln. Dann habe ich gesagt, 51. Das sagt er, nein, Herr Middelhoff, also wirklich. Nun denken Sie doch nochmal nach. Da habe ich gesagt, gut, 54. Ich habe mich geschämt, dass ich so alt war. Es war wirklich ein Schock für mich, glauben Sie das? Und wenn Sie mich jetzt fragen, was kann man dagegen tun? Aktiver Aufsichtsrat, weil so ein Manager ist ja nicht so allein, auch wenn die Presse das immer so darstellt. Es gibt einen Aufsichtsrat, der das so kritisch begleiten kann. Natürlich auch kritisches Umfeld aus der Familie, aber ich glaube, viel wichtiger, einen Wertekompass. Und es ist nicht abgesprochen, dass heute zweimal diese Tugenden, in meiner Sicht Wertekompass, gefallen sind in Vorträgen. Bei Herrn Kronzucker und auch bei Herrn Weimer. Für mich sind sie nicht die von Aristoteles, sondern die von Aristoteles in der Fassung von Thomas von Aquin. Klugheit, Mäßigung, Tapferkeit, Gerechtigkeit und was die nicht drauf haben, Demut. Und meine Damen und Herren, ich habe Demut gelernt in Bethel. Das Gefängnis hat mich einen Teil verändert, was mich komplett umgedreht hat, meine Seele wahrscheinlich, ist Bethel. Ich bin noch nach Bethel gekommen, war noch immer am Jammern und was ist mir passiert und wie schrecklich und wie können die mir das antun und so.
Und als ich dann nach Bethel kam und sah, dass da Menschen mit schwersten Behinderungen sind, die dankbar sind, dass sie einen Arbeitsplatz haben, dass sie das Gefühl haben, sie können was leisten, ja, und die nicht klagen, die dankbar sind für jede Zuwendung, jede persönliche Zuwendung. Und da habe ich gedacht, und du jammerst hier rum, dass du irgendwas verloren hast, du hast ein wahnsinnig tolles Leben gehabt, ja, aber du hast doch alles, was wichtig ist. Also du hast keine Behinderung, nichts. Und sei doch dankbar. Und das hat mir die Augen geöffnet und ich glaube, das hat mir ziemlich gut getan, auch wenn es eine harte Zeit war. Und ich glaube, man erkennt in so einem Moment auch, dass alles, was materiell ist, was man gehabt hat, auch wenn es jetzt weg ist, ist ja gar nicht schlimm ist. Also in der Phase, in der ich es gehabt habe, habe ich es entweder genossen, aber das meiste habe ich ja gar nicht wahrgenommen. Ja? Und als ich dann die sagenumwobene Yacht oder das Schiff hatte, da bin ich draufgegangen und habe gesagt, ja, was machen wir denn jetzt damit? Ne? Und die Kinder haben immer gesagt, oh, wir haben keine Lust, wieder auf das Schiff zu gehen, das wackelt und da wollen wir nicht drauf und so. Und das kostete wahnsinnig viel Geld jeden Monat. Also ich war dankbar, dass es weg war. Ja? Und natürlich ist es schwer, wenn man das Elternhaus in Bielefeld abgeben muss. Das ist auch für die Kinder schwer. Aber das ist kein Grund zu jammern und zu klagen. Und schon gar nicht, wenn man selber dafür eigentlich verantwortlich ist. Und ich glaube aus heutiger Sicht, dass ich rückblickend weiß, was falsch gelaufen ist und dass ich jedem, der jünger ist, ans Herz legen möchte, diese Todsünden nicht, wirklich nicht begehen, nicht so dumm sein wie ich und auf der anderen Seite sich auf solche Kardinaltugenden zu besinnen. Und das andere der Betrachtungsweise ist folgendes. Als ich komplett mit 2/3 Strafe, übrigens habe 4 Jahre Bewährung, ja, für 220.000 Euro, aus der Haft dann entlassen wurde, als nicht mehr Freigänger, also als ich frei war, wusste ich zunächst mal gar nicht, was ich mit der Freiheit anfangen soll. So schnell geht das. Ich bin auch durch Türen dann nicht mehr ohne Anhalten gegangen, weil man wartet dann ja immer auf Weisung im Gefängnis. Man ist ja immer fremdbestimmt, was ja auch schwierig ist für Manager eigentlich. Und ich wurde eingeladen zu einem ersten Vortrag, was mich völlig überraschte. Ich war gerade auf freiem Fuß von Professor Andreas Altmann, Universität Innsbruck. Und er hatte mich eingeladen und ich habe zugesagt. Ich habe gesagt, aber ich bin jetzt wirklich überrascht. Doch, doch, sagte er, ich habe Ihren Weg verfolgt und ich bin der Meinung, Sie können meinen Studenten schon wirklich was mitgeben, was für die irgendwie machen soll mal. Dann habe ich gesagt, gut, mache ich. Ein paar Tage später schrieb er, sind Sie einverstanden mit der Themenstellung From Heaven to Hell? Und da habe ich mir nichts bei gedacht, habe in einer Minute mal wieder zurückgeschrieben, ja, mache ich. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Vortrag zu beschäftigen inhaltlich. Und als ich ihn in Innsbruck gehalten habe, war ich eigentlich dann doch fast der Meinung, dass Professor Altmann sich einen anderen Vortrag vorgestellt hatte. Weil ich habe meinen Vortrag so beenden müssen, nach bestem Wissen und Gewissen, dass ich gesagt habe, möglicherweise ist es doch aber auch so, liebe Kommilitonen und Kommilitonen, dass ich vielleicht in letzter Sekunde aus der Hölle noch mal rausgekommen bin und mich jetzt bemühe, wieder in den Himmel zu kommen. Was ja auch dann die Frage erlaubt, ob ein guter Manager, ein erfolgreicher Manager überhaupt in den Himmel kommen kann. Ich will Sie jetzt nicht alle verängstigen, Sie können nachher zu mir kommen. Aber es ist, glaube ich, eine grundsätzliche Frage der Werte, der Ethik, die man im Leben verfolgt. Und ich habe mich mit fortschreitendem Erfolg in meinem Leben verloren. Und ich habe auch die Werte, die ich gehabt habe, aufgegeben. Und ich habe versucht, andere, die mein Vorbild waren, zu kopieren, aber ich war nie die und ich habe eine Rolle gespielt. Und abschließend, Conny, eine schlechte Nachricht für dich. Du hast ja unseren Bierdeckel da gezeigt mit dem U, ja? Also ich war deutlich hinter dem Tiefpunkt des Us, als bei mir es richtig zusammenkrachte und ich wirklich in den negativen Bereich ging. Aber ich muss dir sagen, ich habe momentan das Gefühl, dass, und das ist ja auch blöd in dem Alter, ne, also jetzt mit 65, 66 komplett neu anfangen. Das ist ein kompletter Reset bei mir.
Und ich habe mich auch von meiner Frau, nicht, sie hat sich nicht von mir getrennt, ich habe mich von meiner Frau getrennt nach 47 Jahren, weil ich die Rolle, die wir gelebt haben, nicht mehr einhalten kann. Ich war immer Versorger, Ernährer der Familie. Ich habe immer alles Unbill von ihr ferngehalten. Ich kann diese Rolle nicht mehr erfüllen und damit kann ich nicht umgehen. Das ist das Einzige, womit ich nicht wirklich gut umgehen kann. Wenn man das sieht, dann habe ich momentan trotzdem das Gefühl, diesen Reset-Knopf gedrückt habend. Es ist wahnsinnig schön, es ist wahnsinnig aufregend. Und ich wollte ganz früher als Student Manager werden oder Buchautor. Und gucken Sie mal, wie toll ist denn das? Ich war Manager und war das mit Leib und Seele. Und jetzt bin ich auch noch ein Buchautor geworden. Ja? Und das jetzt auch momentan mit Leib und Seele. Und das ist ein völlig neues Leben und ich mache momentan alles anders, als ich es früher gemacht habe. Das ist eine schöne Erfahrung. Und der Samuel Beckett, der hat mal gesagt, ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail better. Und die Harriet Truman, die hat mal gesagt, if you are worried, keep going. If you are tired, keep going. And if you want freedom, keep going. Und all das wünsche ich Ihnen von Herzen. Und bitte vergessen Sie nie das, was die Amerikaner gesagt haben. Ability brings you to the top. And character is keeping you there. Leider habe ich in der letzten Dekade meines Lebens zu wenig Charakter gehabt. Schönen Abend. Applaus